Sechs Männer, ein Ziel, auf den Spuren der alten Fischer. Von Zinnowitz nach Zingst, der Inselman. Tag 4, das Finale. Inselman! Yes, we can! Der Hafenbau Höft, Start für die letzte Etappe des großen Abenteuers. Es geht nach Südwesten und es geht schwer. Drei Tage durch Wind und Wellen, über Schotter und Wiesen haben sie hinter sich. Gut 150 Kilometer in Armen und Beinen. Alles tut weh. Auch das Konzentrieren fällt inzwischen schwer. Eine ziemliche Verwirrung momentan, weil wir auf absoluten Nebenstraßen unterwegs sind. Und dann ist natürlich manchmal nur die Hauptrichtung ausgeschildert und die kleinen Nester wir natürlich nicht kennen. Die Inselmänner erreichen den Nationalpark Vorpommerische Boddenküste. Kurz vor Barth dann der Schwenk nach Norden hin zur Halbinsel Fahnenkamp. Man merkt schon, in der letzten Tag liegen die Nerven schon ein bisschen blank. Ja. Ich bin halt froh, dass es mir heute früh relativ gut ging, nach dem echt harten Tag gestern. Jetzt der Finaltag, ich glaube, da nimmt man nochmal alle Kräfte zusammen und geht die letzten Meter noch mit Schwung in den Elan rüber. Das Ufer des Barther Boddens aber noch 2 Kilometer entfernt. Es geht querfeldein, über Wiesen und Weiden. Voller Vorfreude aufs Schwimmen. Doch dann, urplötzlich, kippt das Wetter. Vier Kilometer. Eigentlich keine große Entfernung. Aber der stürmische Wind im Bodden bringt kurze, heftige Wellen. Dazu kommen tückische Strömungen. Die Schwimmer verlieren die Orientierung, steuern einen falschen Punkt am Ufer an. Gerade noch rechtzeitig schwenken sie ein auf den richtigen Kurs nach Norden. Dass es schwierig ist, kann man daran sehen, dass alles sich komplett auseinandergezogen hat. Und ich eigentlich einen sechsten Mann vermisse, aber der wird sich einfinden. Ganz da hinten schwimmt er, der Nachzügler, am zweiten Boot der Lebensretter. Aber auch er schafft es später ans Boddenufer von Zingst. Und wieder einmal haben sie Wetterglück gehabt. Die Inselmänner. Ganz am Ende wird gezählt. Das hätte uns auch knapp werden können jetzt hier, ne? Mit der Strömung, wenn es richtig heftig geworden wäre mit dem Wind. Aber zum Glück ist die Sonne rausgekommen. Das Ziel vor Augen. Ein letztes Mal aufs Rad. 10 Kilometer hinterm Boddendeich. Ab nach Norden zum Strand von Zingst. Und bevor es für die Inselmänner noch einmal hinausgeht in die offene See, Ostseefutter. Bereit fürs Finale, 1,5 Kilometer bis zur Seebrücke. Die Küste vor Zingst. Als große Bühne. Tausende Zuschauer am Strand. Beim letzten großen Akt des Inselman. Wahnsinnsabenteuer. Ich bin nur ehrlich, ich hätte eigentlich auch nicht gedacht, dass wir das packen. Und wir hatten ja auch so viel Glück mit dem Wetter. Es hat nicht geregnet, also hätte es uns da noch frisch angeschmiert, da hätten wir das Projekt nicht geschafft. Der Inselman, er hat auch Vergangenes in den Schatten gestellt. Ich bin 1994 mit 5 Mann über die Ostsee geschwommen. Wir waren die Ersten, die von Trelleborg nach Witt auf Rügen geschwommen sind. Und muss fast sagen, dass die Strecke rein schwimmerisch fast anspruchsvoll war. Wir haben uns ja manchmal ganz schön gekabbelt, ne? Aber das gehört dazu. Aber zum Schluss finden wir uns immer wieder in der Mitte. Und zwischendrin, da gibt es eben mal ein paar Seitenhiebe. Das gehört bei Sportlern einfach mit dazu. Die ersten 2 Tage waren ein bisschen so knackig. Aber jetzt könnte ich richtig weiter noch 3 Tage machen. Die Geschichte der Inselmänner, sie hat sich an der ganzen Ostsee inzwischen herumgesprochen. Der Empfang für die 6 Chemnitzer, überwältigend. Die ganze Seebrücke voll, das trägt ein Jahr, ne? Die letzten 1,5 Kilometer. Da geht es jetzt eigentlich so gut wie zum Start. Ganz komisch, ne? Das wird noch kommen, dass du dann wirklich alles wehtut. Von Usedom nach Rügen, die
174 Kilometer zu Fuß, auf dem Rad und im Wasser. Sie haben es geschafft. Hey, Inselmann! Du kommst an!